Hey-ho, YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review von mir. Diesmal mit dabei habe ich Aquaman Band 2 aus dem DC Rebirth. Und so viel soll ich schon mal vorweg gesagt, die Serie holt mich komplett ab. Ich fand halt schon die ersten Bände, beziehungsweise den ersten Band schon recht gut. Hatte so ein bisschen Befürchtung, nachdem Geoff Johns die Serie verlassen hatte, dass es in diesem trashigen Bereich bleibt, wie es dann auch erstmal der Fall war, die ersten paar Bände nach Geoff Johns. Ich habe ja schon mal im letzten Video gesagt, dass aber Dan Abnett mit dem neunten Band von Aquaman dann wieder gute Kurve bekommen hat, indem er so ein bisschen Politik und alles Mögliche reingebracht hat. Und führt das jetzt ganz die New 52 wollte ich gerade sagen, DC Rebirth auch gut weiter. Es geht darum, dass Aquaman ja gerade ein bisschen so flügge ist, beziehungsweise der amerikanische Staat Aquaman jagt, weil sie denken, er wäre ein Terrorist, weil als er den Tag da auf der Tür bei sich im Senat hatte, beziehungsweise bei sich im Konsulat hatte, kam Attentat und Black Manta war mit involviert und. Es gab Verletzte und Aquaman wurde dann direkt die diplomatische Immunität abgenommen. Er wird dann auch direkt gejagt, nachdem er von der amerikanischen Stadt erstmal festgenommen wurde, hat mehrere ihn wieder befreit, weil sie sagte, pass auf, die können dich nicht einfach gefangen nehmen, du bist ja König von Atlantis, das können die nicht bringen. Befreit ihn dann und das Ganze wird dann als Kriegserklärung mehr oder weniger schon fast aufgenommen, weswegen dann Aquaman mit Panzern und alles Mögliche gejagt wird. Das Ganze spitzt sich dann so sehr zu, bis dann der amerikanische Staat hingeht und Superman zur Hilfe ruft, was dann wieder zu so einer typischen Superheldenklopperei führt. Hat mir bis dato Spaß gemacht. Allerdings, das viel Interessantere ist für mich tatsächlich die Geschichte, die hier im Hintergrund spielt. Und zwar die Geschichte von Black Manta, der ja ins Gefängnis überbracht werden sollte im ersten Band, dann aber von dieser Organisation Nemo befreit wurde. Er wird dann hier diesen Anführer von Nemo vorgestellt und durch einen Twist oder beziehungsweise er schafft es dann, sich an die Spitze von Nemo zu arbeiten, um dort dann die komplette Regie zu übernehmen. Wieso, weshalb, warum, will ich an der Stelle nicht wegspoilern, kann nur sagen, dass das Ganze von der Net mit echt cool und spannend erzählt wurde, kam mit ein, zwei überraschenden Szenen daher, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Und der Band hat mich echt von der ersten bis zur letzten Seite abgeholt. Ich muss sagen, die Zeichnung, bis auf ein, zwei Panels, die da ein bisschen daneben waren, haben mir auch echt gut gefallen. Und ich kann nur sagen, denn Abnett führt Aquaman wieder dahin, wo Geoff Johns meiner Meinung nach aufgehört hat, und zwar in Gewässer, wo es Spaß macht, den zu lesen. Mit einer kleinen ironischen Schippe, beziehungsweise mit ein bisschen Selbstironie, wo nicht immer alles so 100% ernst genommen wird und auch hier und da ein paar Scherze darüber gemacht werden, dass er halt Aquaman ist. Ihr kennt ja die ganzen Aquaman-Witze, aber ich finde das so gut gemacht und die Serie macht Spaß. Zu Coverwahl muss ich sagen, das Cover ist zwar cool, was vorne drauf ist, aber mein absoluter Favorit wäre tatsächlich das genommen, was dann als Backcover genommen wurde, weil Quine Aquaman Band aktuell ohne irgendeinen Trash-Fight zum Schluss kommt noch so ein riesiges Monster-Vieh. Was mir aber persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, in den USA scheint Aquaman ja alle 2 Wochen, weswegen ja auch schon ziemlich bald der nächste Band so rauskommen müsste. Und ich gebe an der Stelle für Aquaman 2 eine starke 8 von 10, auch wenn das mit diesen Superhelden, typischen Superhelden-Klopperei zwischen den Superman immer ein bisschen vorhersehbar ist, hat es trotzdem erst einen Spaß gemacht. Aquaman, wie er reagiert, war auf jeden Fall verständlich. Mera hat ein bisschen überzogen reagiert, wenn ich finde, die reagiert immer so ein bisschen, ich will nicht sagen dümmer, aber so ein bisschen aggressiver. Passt aber, die Charaktere sind alle sehr glaubwürdig und Black Manta ist so ein krasses Badass. Also Black Manta hat sich durch den Band bei mir auf jeden Fall nochmal ganz schön weiter nach oben reportiert, was meine Lieblingsschurken angeht. Das war's, wie gesagt, Aquaman Rebirth Band 2, absolute Kaufempfehlung von mir. Ballert mir mal in die Kommentare rein, wie euch der Band gefallen hat, ob ihr davon auch so begeistert seid oder nicht. Oder ob ihr eher sagt, das ist nicht so euer Ding. Und wenn ja, schreibt mir bitte rein, warum. Das war's, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann seht ihr beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.